Die Gans wiegt ungefähr 3,5 Kilo, ist küchenfertig gewaschen. Die Innereien sind entnommen. Und zunächst müssen wir für die Vorbereitung die Flügel abschlagen. Dazu ritzen wir die Flügel am Gelenk ein. Auf beiden Seiten selbstverständlich. Und trennen die Flügel ab. Das geht am besten mit einem Küchenbeil. Am besten immer zwischen dem Gelenk. Die Flügel legen wir beiseite. Die werden dann notwendig für die Soße. Fettlappen trennen wir ebenso ab. Der Halslappen wird ebenfalls abgetrennt. Einfach kurzer Schnitt, legen wir mit beiseite. Dann wäre die Gans schon bereit zum Füllen. Salz und Pfeffer, ganz wichtig. Ich habe hier eine Salz-Pfeffer-Mischung mit Beifuß. Ganz klassisch, wird von innen schön eingerieben. Kann kräftig gewürzt werden, von außen dasselbe, beiden Seiten. Die Gans ist jetzt fertig gewürzt, gesalzen. Mit der Salz-Pfeffer-Beifuß-Mischung können wir zur Füllung kommen. Das ist eine klassische Füllung mit Äpfel, Zwiebeln und Rosinen. Die Äpfel schneiden wir in Würfel. Das Kerngehäuse wird entnommen und einmal geteilt. So, die Größe ist okay. Zwiebel. Das Ganze kann ruhig etwas rustikaler, grob sein. Und zum Schluss noch die Rosinen. Und fertig wäre die Füllung. Und dann kann man die ganz üppig füllen. Es kann ruhig etwas fester sein alles. Da wir die ganz marinieren, ist die Füllung jetzt nicht ganz so wichtig. Dient lediglich dazu, dass die ganz nicht zu trocken wird beim Garen. Denn der eigentliche Geschmack kommt diesmal von der Marinade. Man kann die auch klassisch füllen mit Orangen. Ich nehme ganz gern Äpfel. Bei Gänsen, die schwerer sind als 3,5 Kilo, empfiehlt sich, die Gänse zu binden. Dann bleiben die in Form. Das ist bei so einer kleinen Gans jetzt nicht so notwendig. Die Gans ist jetzt fertig. Kann theoretisch gebraten werden, in den Ofen geschoben werden. Wir marinieren unsere Gans. Marinieren kann man das auf ganz viele verschiedene Arten. Unter anderem zum Beispiel eine Orangen-Honig-Marinade. Ich habe dazu eine Marinade, die eine ist etwas dünner zum Marinieren, die andere ist etwas dicker. In der dickeren Marinade ist der Zuckeranteil höher. Unsere Marinade gießen wir in ein Behältnis. Bei uns ist es ein Stahlbehälter. Zu Hause kann es ein Topf sein. Da legen wir unsere ganz einfach hinein. Und wir pinseln die mit unserer etwas dickeren Marinade. Das sollte man ruhig 2-3 Mal am Tag tun. Die Gans auch mal wenden. Unsere Marinade hat den Vorteil, dass es das Gänsefleisch schön mürbe macht. Zu Hause kann man die Gans in Orangensaft und Honig marinieren, beziehungsweise in Apfelsaft und Honig, wird auch ganz gern genommen. So, die Gans ist jetzt mariniert und sollte jetzt 48 Stunden kühl gelagert werden. So, unsere Gans hat jetzt 48 Stunden mariniert. Die Gans kommt jetzt in den Ofen bei 150 Grad Umluft, ca. 1¾ Stunde, wird zwischendurch gewendet und mit der Marinade übergossen. Nach gut 2 Stunden ist unsere Gans fertig gebraten. Wir schauen mal nach der Farbe. Ja. Unsere Marinade macht die Gans generell sehr knusprig, braun. Das liegt am hohen Zuckeranteil. Der entstandene Sud wird später in einem Topf eingekocht und gleichzeitig als Soße verwendet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Ihr Thomas Neumann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de